Willkommen zurück zu einer neuen Folge Sticks Master of Shadows. Wir sind in Folge 89 und ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn wir den Hebel drücken, aber wir drücken ihn jetzt. Ja, der macht das Feuer an. Und der andere macht das andere Feuer an, wa? Achso, und dann. Oder was? Ah! Geht das auch wieder aus? Ja, das geht auch wieder aus. Okay, möglicherweise ist es aber sinnvoll, das Feuer anzuhaben, damit uns niemand folgt und dann oben rum zu gehen. Meint ihr nicht? Kann man hier nicht irgendwo hoch? Ach so, hier nicht, auf dieser Seite nicht. Auf dieser Seite aber. So. 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 So, da hinten steht der Schlumpi. Ich würde sagen, ich mache erstmal. Alter, was zur Hölle? Ich mache erstmal Flame On, würde ich sagen. Komm hier, du kannst dich doch auch da drauf legen. Dann findet dich auch keiner. Achso, hat einer der Hebel die Tür aufgemacht? Ach der hat die Tür aufgemacht. Und der hat die Flammen angemacht. Okay, lassen wir die Tür erstmal offen und die Flammen erstmal an. Liegt hier jetzt noch eine Münze eigentlich? Ja, da unten. Das heißt, wir können uns hier auch erstmal nochmal in Ruhe umschauen. Münze, Truhe, Schrank, Stuhl. Alter, hier geht's mega tief runter. Guckt euch das an, ey. Heftig schmächtig. Hier wächst der Baum irgendwie ein bisschen lang. Alter. Kann ich da hochklettern? Nee. Okay. Offensichtlich triggert hier auch keine Cutscene. Dann würde ich sagen, heilen wir uns erstmal. Schnappen uns die Tränke. Sand, gibt es ja auch noch Sand. Aha, hier macht er seine Experimente oder was oder wie? Hallo. Das scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren, dass wir da sind. Naja, wir reden mal mit ihm. Hello, my friend. Hello. It's Master Aaron who sent you. I'm afraid that the experiment is not quite satisfactory. Amber is definitely an unpredictable substance. I've come to free you, so keep it down, Grandpa. What's your name? Stephen? Felix? Oh, was it Manfred? I'm sorry, Manfred. But as I was saying this morning, this alchemy equipment is totally unsuitable for distilling amber. I need to design a completely different system. Shh, not so loud. You already saw me this morning? Well, I suppose. You suppose? Did you see me or not? But Manfred, you know full well that my brain is unhinged. I can't remember what I did a few hours ago. I know a face like yours shouldn't be easily forgotten, but believe me, there isn't anything personal in it. I forget everyone without distinction, even the ugly ones. Oh, great. What could make Styx give a damn about somebody who's lost his fucking memory? Oh, no. I haven't lost my memory. The distant past is still intact,
I can't tell you what I ate this morning, but I can recite the mathematical formula of the curve and ideal wingspan of an Arcanash airship. You mean you built the airships? Of course. I invented everything here. I drew up the plans of the atrium. I designed this tower to the tiniest detail. This is my masterpiece. Oh, now I understand. Listen, don't move. I'll check that the coast is clear, and then we can go someplace safe. Or at least, safe-ish. Really? This was planned? Forgive me, but my brain is unhinged, believe it or not. Yes, of course. Those were the orders. Wait for me. Hey, das Feuer ist an. Wie auch immer das passiert sein soll. Also Quebros, Schmuggler, Versteck, Autospeichern. Zeit zum Versteck zurückzukehren. Ich sollte Quebros Habseligkeiten finden. Tja, also Versteck ist unser Hauptziel. Quebros Habseligkeiten ist dann unser Nebenziel. Müssen wir mit ihm dahin? Sonst würde ich das nämlich erst vorher machen. Und jetzt muss ich mitten im Klon da durch die Flames durchrushen. Egal. Also gut, schlawenzeln wir mal durch. Ja, das war ja mega schwer. So, Tür auf. Feuer aus. Klon weg. Quebros rennt da lang. Beschütze Quebros. Du musst Quebros um jeden Preis beschützen und zu deinem Versteck bringen. Erkunde die Umgebung und sorge dafür, dass die Luft für ihn rein ist. Geh danach zu ihm und bitte ihn, mit dir mitzukommen. Alter, das sollen wir ohne Kills schaffen. Quebros 1 Meter, Quebros 14 Meter, what? Ja, also hier kann er ja auf jeden Fall schon mal hin. Achso, ja, jetzt. Okay, perfekt, hier stehst du gut. Ich gehe jetzt aber erstmal, denke ich, zum Versteck, um sein. Zum Schmugglerzeug. Um sein Zeug zu holen. Alter, du hast es nicht gehört, oder? Du Schlawenzel mit Menzel. Oh, oh, oh. Dreh dich mal um, Typ. Ja, nee. Nicht ganz. Ja, so. Das Wasser kann man vergiften. Och, naja, was so geht so. Einfach mal runtergedroppt.
ich da nicht auch hoch? Genau. Alter. Aber da war doch dann diese Lücke, über die man nicht rüber. Doch, da konnte man rüber. Oder zumindest kann man jetzt. Ist da was? Da ist tatsächlich diesmal eine Münze im Nest. So, hier ist ja Schatten. Also easy Mac peasy. Ja, aber ich muss da. Querberus, Querberus. Wo sind denn die Schmuggler jetzt? Hä? Ah, da unten. Okay. Wie komme ich denn da jetzt geschickt hin? Kann ich mich hier runter rollen? Ja, ne? Nice. Und dann jump ich rüber. Und dann jump ich hier rüber. Kann ich hier nicht irgendwo mich an den Haken runterlassen? Doch, da. So, kurz einmal saven. I left you the old guy's stuff. At the agreed spot with the rest of the spoils. But I don't know if it's worth much, his mess. Junk recovered from the trash of an alchemist. Who'd have a use for it? Don't worry about that. I'll always find a fool to buy a crack condenser, especially if I promise to get him some horizontal pleasure. I'll go get it. See you later. Cause I can always find a fool to lead me straight to his hoard. Na gut, dann folgen wir dem Schmuggler jetzt einfach mal. Der wird uns schon zu seinem Versteck bringen und dann holen wir später Querberus ab. Ja, yeah, das klingt gut. Das klingt nach einem Plan. Die Missionen werden auf jeden Fall ziemlich cool gerade. Abwechslungsreich mit so neuen Elementen. Folge dem, unauffällig, bla bla bla, bring Querberus unentdeckt dahin, pipapo. Gefällt mir. Alter, du schleichst auch, Alter, du noch langsamer kannst du dich nicht bewegen, oder? Fatzke. Ich dachte schon, der verarscht mich jetzt. Say goodbye. Das haben wir ja früher auch schon gesehen, dass hier Zeug ist. Das zählt jetzt als Nebenziel abgeschlossen. Naja, nice, Querberus Versteck gefunden. Also Querberus Zeug gefunden. Sauber, dann quicksaven wir. Das Ziel ist ja erledigt. Und dann holen wir Querberus ab. Wo ist denn der? Ach, da muss ich ja wieder ganz rüber. Ach Gott, oh Gott. Das war folgendermaßen zu erledigen. Hier erstmal runter. Nee. Der ratzt. Irgendwer oder irgendwas hat uns gerade gesehen. Ist aber völlig ohne Belang. Kann ich noch höher? Bitte? Nicht? Oh nein. Ach komm schon. Ich will doch nicht außen rum gehen müssen. Ach, Kagedo. Du pennst die ganze Zeit, ne? Gut, besser ist das. Dann gehen wir doch hier lang.
Aber hier konnte man. Ja, hier kann ich hoch. Easy MacPeasy. So. Komm, ich muss eigentlich nur schnell zurück zu Quaveros. Was war denn hier hinter? War das nur ein Raum oder konnte man da auch weitergehen? Ich remembriere nicht mehr. Ich glaube, ich remembriere doch. Hier konnte man irgendwie weiter. Alter. Nee. Nee, ich glaube, da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Aber es ist ja schon mal nicht so schlecht, dass die Tür offen ist. Styx, da möchtest du lang. Sag mal, jetzt halt dich da fest, ey, was ist denn los? Stück Kott. So. Shit, da kommt jemand. Don't lose sight. Oh shit. Take that. Try to die with a smile. I'd like to stick your head over my fireplace. Ja, ist doch Kacke, ey. Gut. Also gut, wir müssen irgendwie nochmal anders gucken, dass wir zurück zu Quaveros kommen. Aber das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Das kriegen wir irgendwie hin. Ach du Scheiße, hier habe ich zuletzt gesaved gehabt. Aber nachdem das Ziel erreicht war, ne? Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.